Kollegen aus dem unteren mittleren Leistungsbereich müssen sicherlich mit Schwierigkeiten leben. Auch dieser Problematik haben wir uns versucht zu stellen. Trainingskomponenten wie das Ausdauertraining, das Krafttraining, das Training der Schnelligkeitsausdauer, der Schnelligkeit und zum Teil auch die Methodik für teambildende Maßnahmen eben auch für den unteren und mittleren Leistungsbereich aufzuarbeiten. Eine möglichst hohe Vielfalt von Trainingselementen, ohne dass das eigentliche Trainingsziel aus dem Auge verloren wird. Eine sauber strukturierte und geplante mittel- und langfristige Vorbereitung, die aber situativ kurzfristig immer wieder variiert und dem jeweiligen Spielerkader angepasst werden sollte. Und ich glaube, wenn man Trainern was empfehlen kann, dann ist Punkt 1, setzt euch einfach mal ernsthaft mit eurem Beruf auseinander. Was bedeutet der Beruf Trainer überhaupt? Und wie kann ich das Beste aus meiner Mannschaft, die ich da gerade trainiere, mit der ich betraut werde, das ist das Einzige, wofür ich zuständig bin, rausholen? Wo kann ich mir die besten Tipps holen? Wie kann ich mich selber noch verbessern? Und welchen Anspruch habe ich an mich selbst? Ihr müsst euch auch weiterentwickeln. Für meine Begriffe ist es unabdingbar, sich mit Neuem auseinanderzusetzen, weil unser Sport sich verändert, weil unser Sport sich weiterentwickelt, weil die Anforderungen an jeden Spieler sich fast von Jahr zu Jahr verändern. Dann ist das ein Fakt, dem ich mich stellen muss als Trainer. Da muss man durchaus immer von Mannschaft zu Mannschaft sich auch selber weiterentwickeln und kann nicht sein Schemata, was man seit 10 Jahren erfolgreich praktiziert, auf jede beliebige Mannschaft anwenden.